Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin Stabby, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI 2-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir dürfen euch heute das neue Mini-DLC zeigen, welches jetzt diese Woche erscheint, und zwar M2, der Mini-DLC für Düsseldorf. Dementsprechend ein großes Dankeschön hier an Projekt Gladbeck, die uns das Ganze bereits jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch das Ganze hier zeigen dürfen. Dementsprechend seht ihr oben links, dass das Ganze hier noch aktuell eine Beta ist. Also sollten hier noch Fehler drin sein, kann das sein, dass das Ganze noch behoben wird. Sollten euch Fehler dementsprechend auffallen, gerne in die Kommentare damit. Ich denke mal, Projekt Gladbeck wird sich das Ganze hier definitiv anschauen und wird vielleicht den ein oder anderen Fehler jetzt hier finden. Zum Beispiel hier die Menschen, die hier gerade so an uns hier so vorbeisliden wie Michael Jackson. Ja, aber wie gesagt, das ist alles noch Beta. Dementsprechend, das möchte man gerne noch ja, fixen, sobald das Ganze dann bekannt ist, und dann wird es da wahrscheinlich auch das ein oder andere Update geben. Wie gesagt, es erscheint diese Woche eventuell. Das Ganze kommt auf Steam. Müsst ihr euch dann dementsprechend halt kaufen. Ich weiß nicht, was jetzt der letzte Mini-DLC gekostet hat, aber allzu teuer waren die ja nicht gewesen. So, wir können abfahren. Wir stehen ja schon soweit fertig. Startklar hier am Staufenplatz. Fahren jetzt Richtung Nikolaus-Knopp-Platz. Wir sind startklar, fahren das Ganze mit dem Urbino der vierten Generation. Und ja, was soll ich sonst sagen? Ich hoffe, mein Track lässt mich heute nicht im Stich. Das wäre großartig. Ich stelle das Ganze nochmal ein bisschen besser ein, damit das Ganze jetzt hier passt. Und ja, Türen zu, los geht's. So. Es gab natürlich ein bisschen Informationen dazu, ne, was jetzt alles so ist. Es sind natürlich viele neue Objekte dazu gekommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das Ganze in den ÖPNV-News hatten. Da hieß das irgendwie was mit 150 Objekten oder irgendwie sowas sind jetzt neu dazugekommen und natürlich an den Stellen platziert, wo sie ja hingehören. Man hat sich dem Ganzen nochmal ein bisschen angenommen, so zwecks der ganzen Performance und alles sowas. Dementsprechend, ja, ich denke mal, wird es wahrscheinlich auch wieder ein größeres Update wieder denn für Düsseldorf geben. So, aber wir sollten das Ganze hier schon packen. So, nur Ausstieg, da haben wir nur Einstieg. Und ja, dementsprechend, los geht's. Türen auf. Wunderschön. Eine Kurzstrecke, normal. Drücken. Hallo. Hallo. Ihr müsst ein bisschen durchlaufen, danke. Hallo. Ich stelle mich hier vor und zu. Meine Güte. Liebe Fahrgäste, bitte denken Sie daran, auch hier im Fahrzeug und an den Haltestellen stets Mund und Nase zu bedecken. Halten Sie Abstand zueinander. Vielen Dank. Dear passengers, please cover mouth and nose and keep distance to each other. Thank you. Okay, hier ist die Corona-Ansage drin. Ich wusste gar nicht, dass die hier drin war in Düsseldorf. Interessant. So. Ja, die ganze Fahrt dauert irgendwas mit einer halben Stunde. Das sind insgesamt hier 9 Haltestellen, die wir fahren. Wir sind natürlich ein Metrobus. Dementsprechend halten wir nicht an jeder Haltestelle, die wir jetzt passieren, ja, wir werden an viele Haltestellen vorbeifahren und ja, man konnte das Ganze sich ja dementsprechend schon halbfertig angucken, ne, wir hatten uns das Ganze ja in einem Livestream angeguckt, wo Düsseldorf erschienen ist, da waren schon die ersten Straßen schon gelegt gewesen und dann hat man noch relativ schnell bekannt gegeben, dass man hier Mini-DLC plant, was ich ziemlich cool finde eigentlich, dass man das Projekt nicht einfach so hinklatscht, fertig ist es. Klar, der eine oder andere würde jetzt vielleicht sagen, so, das hätte man da vielleicht auch als kostenloses Update machen können. Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Guck mal hier. Hier wird ja auch schon gemunkelt, ob da was kommt, ne? So zwecks Straßenbahn, Stadtbahn fahren hier. Nee, jedenfalls, das Ganze, wie gesagt, ich bin der Meinung,
wie gesagt, das war unter 10 Euro gewesen, was man da bezahlt für diese Mini-DLCs. Also so teuer waren die nicht. Und dementsprechend gibt es hier mit dabei die Linie M2 und die 733 ist mit dabei. Die werden wir uns dann auch noch anschauen. Hier sehen wir sie ja schon überall, ne? So, jetzt wollen wir unseres Weges hier. Das ist nicht so schön, dass er jetzt hier die ganze Zeit lädt. Da müssen wir rüber. So. Der ist immer noch ziemlich cool. Ich bin jetzt das letzte Mal habe ich den Bus-Simulator wieder gespielt, hier den 18. Und da gibt es ja den Urbino, ne, der vierten Generation. Der hat hier oben über diese Türen, diese Lampen, diese rot-weißen, grünen Lampen, die sind hier gar nicht mehr dran. Ne? So, links abbiegen. Ach, wundervoll, so stelle ich mir das vor. Also dass hier so diese Menschen jetzt hier so rumfliegen, find ich gar nicht so geil, muss ich gestehen. Oh doch, Tür auf. Man hört die Türen nicht. Hörst du die Tür nicht, wenn die hier aufgehen? Heinrichstraße. Oh, das ist wieder so eng hier alles. Schlimmer ist, dieses Nachladen muss jetzt nichts Negatives bedeuten. Ja. Kann aber. Ja. Ich bringe das immer in Verbindung mit, dass die Karte irgendwo nicht mehr weiterlädt. Laut BBS gibt es keine Fehler oder sonst irgendwas. Deswegen toi 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 auf Holzklopf, dass das Ganze jetzt hier gut geht. Weil der berechnet das Ganze auch echt oft. Aber wie gesagt, ja, das können alles noch Auswirkungen der Beta sein. Anhalten, habe ich gesagt. Ich will ja raus. Was ist denn jetzt? Was? Ist irgendwas passiert? Extra versucht hier vorsichtig zu fahren, ja, und dann sowas. Ja, das ist so das Problem, weil hier glitschen die Menschen irgendwie so durch. Das könnte natürlich auch mit den Autos passieren. Nur, dass die hier so ein bisschen. Aber eigentlich. Verhalten sich gerade die Autos und die ganzen Passanten total normal.
Keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. Vielleicht wieder irgendein Bordstein mitgenommen oder sowas. Nee, wir müssen sowieso hier rum. Vielleicht haben wir da noch falsch gefahren. So, da müssen wir nämlich hin. Laufen schon brav dahin zur Haltestelle. In die Heinrichstraße. Ja, rot. Natürlich auch Zettel und Schluft beiseite liegen, ne? Gerade wenn man das Ganze ja natürlich auch ein bisschen anspielt, ne? Dann macht man sich ja immer gerne so Notizen, was einem so auffällt und alles sowas. Deswegen hatte ich ja auch gleich einen Fehler gefunden, der aber dann tatsächlich von mir war. Das war jetzt natürlich wirklich doof. Entsprechend fahre ich ja die Tour eigentlich immer vorher schon mal ab, damit ich dann halt weiß, ja, wo gibt es Probleme, wo sind Fehler halt, die man vielleicht wissen sollte, dass man das Ganze so ein bisschen umgehen kann. Also hier so tontechnisch ist halt komplett, also ich höre nichts, ich höre nicht mal die Kasse. Normalerweise hört man doch die Kasse. 2, 4, 6, 7, die ist ganz leise. Preisstufe A bitte. Preisstufe A. 10. Hallo. Hallo. So. Hier zum Beispiel laufen sie einfach, einfach über die Ampel. Einfach durch. Das sind so Punkte, ne? Die man dann halt dann aufschreibt und dann zukommen lässt. Ich habe vorhin auch zum Beispiel so eine kleine Mittelinsel, also so eine Seite, so eine Insel entdeckt. Da fahren die Autos auch drüber. Das habe ich dann auch gleich gemeldet. Ja. Ich habe gesagt, hier, pass mal auf, die fahren hier durch. So, du kannst doch jetzt abfahren, oder? Wundervoll. Wir haben zwar eh rot, aber hätte ja jetzt grün werden können. Ist nicht passiert. Ja, sind nämlich überall so Straßenbahnschienen, ja. Also da könnte man bestimmt so das eine oder andere draus machen. Oh, wieder rot. Ja, wir haben scheinbar irgendwas, irgendein Auto wo kaputt gemacht oder sowas. Okay. Ich habe leider bloß keins gesehen. Wir kommen in Düsseldorf. Das ist natürlich auch fies, ne? Hier stehen sie einfach. Ja, hier passiert nichts. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Wie war der Trick? Man soll Pause machen, soll die Zeit vorspulen. Soll die Pause wieder lösen? Hat nicht funktioniert. Funktioniert auch nicht. Nein, will ich nicht. Warum kann ich denn jetzt hier gerade grundsätzlich umschalten hier? Ich glaube, hier passiert gar nichts mehr, ne? Naja, gut. Hier stehen die halt wirklich da drin, ne?
Ja, das tut mir leider leid, aber was soll ich machen? Also, wollen alle wieder aussteigen? Nö. Wollen nicht aussteigen. Ja, das ist natürlich. Aber wie gesagt, oben links seht ihr alles noch Beta. So, natürlich hier schön Verspätung drin, großartig. Die Fahrt rentiert sich heute. Ja. Soll ich ein bisschen Zeit gut machen hier? Wie viele Fahrzeuge hier unterwegs sind, das ist ja Wahnsinn. Das sind einfach unglaublich viele. Schon ein bisschen belebter als in Lotus, wo wir letztes Mal Lotus gefahren sind. Ich meine, man muss dazu aber auch fairerweise sagen, ne, Düsseldorf hat ja jetzt ja nun auch seine KI-Fahrzeuge, Multiplayer und alles sowas. Ne. Damals, in dem Zeitraum, gab es halt eigentlich noch nicht so viele Autos. Ne. Von daher scheinbar originales Bild halt dementsprechend. Und hier, wenn du dir das Ganze so anguckst, hier Massen an Autos. Wie sich die Zeit einfach so weiter dreht, ja. Das ist schon... Ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut das Ganze mit Lotus Düsseldorf und Omsi Düsseldorf. So, dann kommt er rein. Bin zufrieden, dass sich alle aussteigen wollen, obwohl ich hier die alle mitgenommen habe. Hallo. Die Verspätung gehen wir jetzt natürlich nicht mehr raus, wa? Nordfriedhof. Die kriegst du jetzt nicht mehr raus hier. Haben auch strahlenblauer Himmel. Sehen's, ne? Nicht eine Wolke, schöner Sommertag, so wie es ja aktuell ja ist. Mitten im Sommer. Sommerferien sind. Besser kannst du nicht gehen. Guck mal, da ist L'Oreal. Entschuldigung, ich wollte nicht zu viel jetzt hier. L'Oreal. So, machen wir noch ein Bild hier. So. Fährt ihr heute noch was? Bitte, danke. Ich habe Verspätung und ich würde gerne weiterfahren. Danke. Darf aber nicht wahr sein hier. Also bei meiner vorigen Anspielsession hatte ich diese ständige Nachladefenster hatte ich da nicht gehabt.
Wer weiß, woran das jetzt wieder liegt. Aber wir wissen ja alle, Omsi kann sehr launig sein. Theodor Heuss Brücke. So, Richtung Kirmes. Bitte gern, danke. Oh, komm. Tut mir leid, ja, mit diesem Ladefenster. Wir werden uns das Ganze dann noch einfach nochmal angucken, denn sobald das Ganze released ist, denn. Dann kann man vielleicht das Ganze auch mal sich angucken, halt, wie es noch im Beta-Stadium aussah. Wie es jetzt in der fertigen Version aussieht. Was will sie haben? Stufe A. Auf jeden Fall sind die Kaskgeräusche echt leise. Drei, vier, sechs, sieben. Wenn ich nach vorne gucke, passt alles. Wenn ich jetzt zur Seite gucke, habe ich den Bus gefühlt überhaupt nicht. Am Seestern. Aber ich finde es schon hart, was hier aus der Performance rausgekriegt hat. Also wenn jetzt hier diese Fehlermeldung nicht kommt, aber auf der Standard-Düsseldorf-Karte hast du das ja nicht. Wie gut das mittlerweile läuft, ja. Also bei Regen natürlich ist immer so eine Sache. Regen, ja, habe ich das Gefühl, zerstört irgendwie komplett. Ja, wenn es dennoch regnet. Und, liebe Fahrgäste, bitte denken Sie daran, auch hier im Fahrzeug und an den Haltestellen stets Mund und Nase zu bedecken. Halten Sie Abstand zueinander. Vielen Dank. Dear passengers, please cover mouth and nose and keep distance to each other. Thank you. Das war jetzt voll laut. Ich bin voll erschrocken. Weil ich auch wieder mitten im Satz bin. Ja, was mag ich ja. Wenn man mir so mitten ins Wort fällt. Oh, das nervt richtig. Nein, hier muss ich nicht. An der Apfelweide. Ich soll hier runter. Boah, ho, 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 ho. So. Weil ich kann es jetzt halt nicht zuordnen, ne? Es läuft ja so an sich richtig gut. Ja. Weiß nicht, warum du da jetzt immer da diese Ladefenster da immer reinschießt. Vorhin hatte ich das tatsächlich nur auf der Tour Richtung Staufenplatz, aber auch erst vor der Endhaltestelle, da hatte ich das gehabt. Das ist ja jetzt hier nun. Begleitet uns ja jetzt schon die ganze Fahrt hier. Bin ich jetzt hier richtig? Kommt schon mal ein Pfeil, das ist schon mal. Sieht schon mal gut aus. Ach, am Seestern sind wir. Ja, ja, dann sind wir richtig. Genau, dann passt das. Starthaltestelle. Ja. Hier geht's dann ganz gut. Ja, der Unfall da vorhin. Keine Ahnung, der Unsichtbare. Und das andere war natürlich jetzt auch ein bisschen doof gelaufen, aber ihr habt ja gesehen, ne? Also ich hätte da nichts machen können. Und in der Regel fahre ich eigentlich mit Kollision. Ohne Kollision fahren, finde ich, macht meiner Meinung nach keinen Spaß, ist keine Herausforderung, kannst du fahren, wie du willst und das ist nicht der Sinn eines Fahrers. Ja. Ist genauso, wie wenn ich mal mein Auto da nehmen würde und würde über den Bordstein fahren und nichts würde passieren halt, so ein Quatsch.
Also ich bin halt immer eigentlich einer, der mal wirklich darauf achtet, dass Kollision an ist, ja. Kollision mit Fahrzeugen, Kollision mit Objekten, Kollision mit Menschen halt. Ne? Ich glaube, das mit Menschen kannst du sowieso nicht abschalten. Aber zumindest dem ganzen anderen. Und das ist meiner Meinung nach die Herausforderung. Und dementsprechend konnte man nicht einfach so durchfahren, sondern musste die so ein bisschen wegschieben. Ja. Vielleicht ein paar weniger Autos hier vielleicht platzieren, also dass hier weniger Autos fahren. Aber gut, daran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Hier war jetzt gerade zum Beispiel ein Schlagloch gewesen. Ja, da fehlte ein Stück vom Asphalt, habe ich gerade gesehen. Deswegen hat der Bus gerade Pom-Pom-Pom gemacht. Ja. Es war nur ganz kurz zu sehen. So, dann können sie alle einsteigen, aussteigen. Auch zum Beispiel, was ich interessant finde, ist, dass mir sonst zeigt ja oben BBS immer an, wenn jemand aussteigen möchte, zeigt er hier auch nicht an. Prinzenallee. Schon an der Prinzenallee. Bremsen. Ja, kommt da rein, könnt ihr rausgucken. Ja, ja, hallo, hallo, guten Tag, Tag, Tag. Guten Tag, komm Leute, Zeit ist Geld, Geld haben wir nicht. So. Ferdinand Braunplatz. Was fährt da oben eigentlich? Da oben, da wo das so hübsch bunt ist. Oh. Alter Falter. Das war jetzt mehr als knapp. Uiuiui. Das war jetzt spannend. So, ja, nee, was fährt denn da oben? Ist da oben eine Autobahn oder irgendwie sowas? Hätte man jetzt nicht mal gucken können, aber ich war jetzt gerade ein bisschen geflasht jetzt hier mit unserem Beinerunfall. Nur weil Mr. Coyote hier einfach mal wieder der Meinung ist, er muss einfach mitten auf der Straße stehen bleiben hier. Hier auf der anderen Seite hier. Okay, der fährt jetzt durch. Na gut, ich stand da halt auch, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das damit was zu tun hatte, aber da ist dann praktisch so das Auto so durch die Haltestelle gefahren. Aber vielleicht haben sie es auch schon gefixt. Weiß ja nicht, vielleicht sind es ja. Ne, ist die Tageskarte. Preisstufe A. 2, 4, 6, 8. Ach, du hast 5 Euro gegeben? Ah ja. Genau, nimm dir einfach alles. Ja, auch bitte laufen, laufen, laufen. Ach Gott, jetzt ist da hier noch da wieder viel zu viel Geld drin, aber. Naja, wir haben gleich Feierabend. Von daher passt das. Ich fände es halt noch schön, wenn es noch einen Solobus geben würde hier. Aber so wie der hier ist. Also ich finde ja persönlich, der Düsseldorfer Solaris ist der bessere. Ja. Nikolaus Knochplatz. Den gab's. Diese Linie endet hier. Ja.
Den gab es ja auch Metropole Ruhr, ne, den vierten Generation, aber der hier ist besser. Feuer 2020. Was wieder gebrannt hier oder sowas? Nicht so schön. Hier in die Gegenrichtung fahren ist absoluter Horror. Weil du hast rechts von dir die Autos und links von dir den Gegenverkehr. Traumhaft. Straße wirkt breiter, als sie eigentlich in Wahrheit ist. Oh, hier ist ein Real. Gibt's nicht mehr Real. Die sind doch weg, oder? Ab Ende des Jahres. Ist doch aufgekauft worden oder verkauft worden. Irgendwie sowas. Eins von beiden. Nee, hier. Doch, müssen wir hier anhalten? Nee, hier müssen wir nicht anhalten. Ich hab jetzt gerade ein bisschen. Aber wir haben gut unsere Spätung ausgeholt hier. So. Was steht hier? Anlieger frei? Ja. Oh. Das ist auch schon wieder so eine knappe Kiste hier. Das ist jetzt hier die Endhaltestelle. So. Natürlich kein Grün, wenn die jetzt hier natürlich fahren. Da, ne? Sollte unsere Endhaltestelle sein. Ja, was kann man sagen? Ist eigentlich eine recht nette Erweiterung. Ja, wir haben ja ein bisschen Autobahn wieder. Wir haben wieder so ein bisschen, was so leicht ländlich wirkt halt. Ja, da hast du natürlich hier nicht diese Riesenbauten, also bist nicht im Zentrum drin. Fährst da durch. Sonst ist eigentlich eine interessante Streckenführung, kann man sagen. Klar, Fehler sind halt noch drin durch die Beta. Da gibt es natürlich auch, muss man immer wieder dazu betonen, dass das Ganze halt noch Beta ist. Na, das Ganze wird hoffentlich dann gefixt. Wie gesagt, steht da nicht ohne Grund oben links die ganze Zeit in der Ecke. Sonst muss ich sagen, ja, der Bus hat natürlich noch ein paar Mäckchen. Warum auch immer ich den jetzt hier nicht so wirklich gehört habe, es war mir jetzt nicht erkenntlich. Aber auch das kann vielleicht, wie gesagt, noch an der Beta liegen. Im Großen und Ganzen finde ich extrem gut gelungen. Bin mal gespannt, wie sich jetzt die 733 fährt. Das war auf jeden Fall die M2, der neue Mini-DLC. Wenn euch das Video gefallen hat oder euch irgendwas aufgefallen ist, sein sollte, gerne in die Kommentare damit. Schreibt es unten einfach mit rein. Ja, sonst gerne ein Like da lassen, wenn ihr den Content toll findet. Und dementsprechend natürlich, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne da was reinschreiben. Nochmals ein großes Dankeschön an Projekt Gladbeck für das Bereitstellen des Keys, dass wir das Ganze hier schon vorab zeigen durften. Ja, ihr könnt euch jetzt gerne eure Meinung bilden. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge nochmal wieder, wenn wir uns die Linie 733 anschauen, würde ich sagen. Und dann ist ja demnächst schon Release und dann werden wir uns das Ganze mal angucken, wenn das Ganze nicht in der Beta ist. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt dranbleiben, unbedingt wieder einschalten zur nächsten Folge. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, lasst gerne ein Abo
und drückt die Glocke, damit ihr diesen Content hier nicht mehr verpasst. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal.